Ja! Fuck! Okay. Gut. Wenn man weiß, worauf man achten muss, geht's. Okay, chillig. Guter Bossfight. Ey, dass ich das am Anfang die ganze Zeit nicht gesehen habe, ne? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von mir und Throne and Liberty. Ja, wir sind Level 40. Das heißt nämlich, wir können jetzt mit der Main-Quest weitermachen. Direkt und ohne Verzögerung. Ich habe Skills gelevelt, ich habe Equipment ein bisschen geupgradet, habe ein paar Contracts gemacht. Viel mehr ist nicht passiert. Ich glaube, lass mich lügen. Alles in allem 20 Contracts, 25 Contracts vielleicht, die ich gemacht habe, um Level 40 zu erreichen. Einfach, damit wir hier schön weitermachen können. Und ich muss jetzt nur gucken, die Musik ist, glaube ich, ein bisschen ein Ticken zu laut. Mensch, da hat man auch kein Wort mehr. Was sagt der Barometer? Der sagt, es müsste passen. Falls nicht passt, kann jemand einfach schreien. So. Als nächstes geht's, ich glaube, müssen wir den Rekruten finden. Das war, glaube ich, mit Level 40. Die nächste Quest. Wir lassen uns nicht lumpen. Ich hab diese Woche abends, da ich jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit hatte zum Zocken, habe ich die halbe, dreiviertel Stunde, die ich hatte, damit verbracht, neue Animes zu gucken. Und ich muss sagen, es ist echt sehr, sehr viel geiler Scheiß rausgekommen. Ah, oh, nein. Wir Pech haben. Das Auge kann uns nehmen. Ich weiß nicht, ob das das Auge ist oder ob es der kleiner Feuerteufel ist, der kann uns nämlich zerzehen. Was super, super nervig. So. Stamina ist hier egal, weil wir sacken einfach nur ab. Wenn das passiert. Ja, wunderschönen guten Abend. Der Telos oder der Thelos? Wie schreibt man es aus, wollte ich sagen, ja genau. Ah, das ist die falsche Taste. Ich glaube, ich habe immer noch... Ja. Immer noch das den Zauberstab ausgerüstet gehabt. Yo! Das ist eine der ja, das funktioniert. Das ist schon geil. Der hier los, okay, sehr, sehr nice. Und ich hoffe auch schon Wochenende Feierabend. Falls du auch nicht arbeitest. Aus der Schule. Es wurde Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich sehr, sehr lange drauf gewartet. Und das Ding, was ich mir gedacht habe, funktioniert tatsächlich. Lukas. Der neue Rekrut. Sieht aus wie ein Model, aber will als unterbezahlter Söldner in der Armee arbeiten. Was ich sagen wollte, wenn wir jemanden einschlafen, kritten wir sicher, und wenn wir noch das Buch brocken, was unseren nächsten Skill verstärkt, zählt es tatsächlich auch für die für den Skill vom Schwert, was quasi, ich glaube, der
Der normale Hit macht 300. Bisschen was, also etwas unter 400. Wenn wir critten, machen wir 800. Und. Ey, geil, dass ich den Block gelevelt habe, ne? Ah! Ah, das war vielleicht nicht mal ein Crit. Genau. Normaler Schlag mit dem stärksten Skill, den ich habe, hat jetzt 600 gemacht, ohne zu critten. Mit einem Crit 800 irgendwas und mit Crit plus dem hier, Time of Punishment, macht fast 1100. Also die Combo stackt schon bisschen den Crit-Schaden, schon mal ganz gut. Brauche ich vorher Informationen für den Start oder geht das spontan? Du meinst einfach generell für den, also wenn du schon im Spiel drinnen bist oder wie du überhaupt das Spiel quasi zockst. Wenn du alles vorbereitet hast mit deinem Account, dem VPN-Zeug und so weiter, dann kannst du eigentlich einfach starten. Es gibt hier und da, ich sag mal, Klassenauswahl und so weiter. Nö, da brauchst du eigentlich nichts beachten. Weil du kriegst am Anfang alle 7 Waffen aus so einer Tutorial-Kiste. Und deine Waffen geben quasi deine Klasse vor. Oder beziehungsweise es gibt ja keine feste Klasse, sie geben deine Skills vor. Zum Beispiel hier, mein Großschwert gibt mir quasi den Großschwert-Skillbaum vor. Und mein Zauberstab gibt mir den Zauberstabbaum vor. Und je nachdem, welche Waffe du quasi ausgerüstet hast, dementsprechend ja, baust du dir sozusagen deine eigene Klasse auf. Du siehst hier auch, die roten Skills sind alles von meinem Schwert. Das heißt, hauptsächlich, aktiv als auch passiv, habe ich meine Großschwert-Skills drinnen. Und meine ganzen Sekundär-Skills von der Zweitwaffe unterstützen eigentlich nur. Genau. Und dann, es gibt Meta-Builds, ja, aber du kannst kombinieren, wie du Bock hast. Sag mal, am Anfang, im Anfangsgebiet, dadurch, dass du eh alle Waffen hast, würde ich einfach mal rumprobieren an diesen normalen Trash-Mobs. Klatschst einfach ein paar davon, schaust, wie fühlen sich so die ersten Skills an, weil für jede Waffe hast du 3 Skills am Anfang freigeschaltet. Und dann tob dich aus. Solange du, was ich dir empfehlen kann, wenn du am Anfang diese Skills hier, du wirst eh grüne Bücher brauchen. Ich schau mal, ob ich welche habe. Die sehen dann, ja, ich habe alle verbraucht, glaube ich. Ah, hier. So, hast quasi solche grünen Bücher. Wenn du dir diese aufhebst und deine Skills nicht levelst, ist es scheißegal, was du mit den Waffen machst. Das heißt, du kannst deine Waffen leveln mit den Mats, die du dafür bekommst, mit den grauen. Und wenn du später sagst, okay, du hast doch keinen Bock auf Großschwert, sondern willst lieber mit Bogen, Armbrust, Dolche, was auch immer spielen, kannst du die XP von deiner Waffe auf die andere Waffe übertragen. Von dem her, das ist halt schon super entspannt. Und so kannst du halt kurz zwischenwechseln. Problematisch wird's, wenn du, wie zum Beispiel ich jetzt, hab halt sehr, sehr viel die Skills gelevelt. Es heißt, man kann auch die XP, ich weiß nur nicht, ob die das jetzt schon reingepatcht haben oder noch nicht. Du wirst aber auch, was super entspannt sein wird, die XP von deinen Skills, die du gelevelt hast, auf andere quasi übertragen können. Und das wird halt den Klassenwechsel extrem entspannt machen. Nur nagel mich bitte nicht drauf fest, ich habe echt keine Ahnung, wann das kommt. Oder ob es nicht sogar schon da ist. Hm.
Die Features wären echt verdammt, verdammt geil. Er schläft ein. Luca-Crit. Ach, schier. Kümmern uns erstmal um den Kleinen hier. Wenn man von der Kiste hier diesen Aufgeladenen nicht blockt, wird man in die Luft geschossen und verliert fast, also durch den Fallschaden einfach komplett sein ganzes Leben. Ein bisschen heavy. Irgendwie das Gefühl, als hätten die ihn, als hätten die ihn gebufft. Oder zumindest das Leben erhöht. Ich weiß nicht, das letzte Mal, oder beziehungsweise auf dem alten Charakter, als ich gegen die Kiste hier gekämpft habe, obwohl ich schwächer war, hat es gefühlt nicht so lange gedauert. Jo! Und das, was ich meinte. Okay. Wir hatten aber Glück. Ich weiß nicht, ob das Wasser den Fallschaden abgefälscht hat, abgedämpft hat. Wie auch immer man es nennen will. Ich muss definitiv noch ein paar Skillbücher ins mein Heilskill reinknallen. Will ich noch mal welche krieg. Ja, schlaf ein. Hitten kann. Gut. Und das Ganze war für die Katz, weil er hat nichts gedroppt. Das ist ein bisschen schade, dass tatsächlich die Elite nicht zumindest garantiert irgendwie, auch wenn es nur, weil oftmals ist wirklich einfach nur scheiße. Und man kriegt einfach nur ein bisschen Matz. Aber gut. Wenn ich VPN auf Korea schalte, läuft schon alles. Der hatte 33.000 HP, glaube ich, gerade gehabt. Ja, ich weiß ja nicht, welche VPN benutzt du? Weil mit Exit Lag, kannst du gerne mal zeigen. Schaut so aus. Und wenn ich die Anwendungen hier drinnen habe, Korea gesetzt habe, dann solange Exit Lag läuft, erkennt er die Anwendung und schaltet halt immer auf den koreanischen Server. Falls du einen anderen VPN-Dienst benutzt, da bin ich ein bisschen überfragt. Habe ich es nicht verkackt. Letztes Mal habe ich nämlich den Brief unten übersehen. Bin direkt hoch und war dann verwirrt, warum es nicht weitergeht mit der Quest. So. Jetzt kommt die Verstümmelung an unserem Elch. Ich glaube. Öl. Dann der Dolch für die Opfergabe. Und dann das Geweih.
Ja, klar, schieß los, einfach fragen. Wobei ich dir PvP, sag ich mal, mein Theoriewissen mitteilen kann. Und das, was ich selber bei anderen Streamern gesehen habe, weil ich tatsächlich sehr, sehr PvP, PvP sage ich schon, PvE-Fokus habe. Genauso wie meine Gilde. Und? Ich. Das ist ja mein zweiter Account. Ich, ja. Noch nicht geschafft, Level 50 zu werden. Wo er dann eigentlich das ganze PvP-Zeug anfängt. Ja, Gildenkriege hast du. Aktuell hauptsächlich in Form von Belagerungen. Also du hast quasi immer wieder, wenn ich jetzt mal hier raus bin aus der Szene. Hast quasi Regionen und um diese Region wird gekämpft und deine Gilde hat halt einfach bestimmte Bonis dadurch. Wenn du die beste Gilde auf dem Server bist, gibt es auch nochmal so einen extra Skill. Den kannst du, glaube ich, einmal jeden halben Tag zünden, der hält 10 Minuten oder so. Also es gibt so kleine Bonis, ja, aber jetzt nichts Überragendes und die Gilde profitiert, glaube ich, hauptsächlich von den Steuereinnahmen. So, und du siehst halt hier quasi jedes Ding, wo so ein Banner ist, ist quasi irgendeine Gilde, die gerade 1 HP, No HP, ne? Die ganzen Leute von Kanon sind hier auf dem Server sehr dominant. Genau, und hier zum Beispiel Occupation Effect, du kriegst 5% Crit. Und kriegst die Ressourcen, die da aufgeführt sind, pro Stunde. Das kriegt aber die Gilde. Das ist ganz, ganz nice. Genau. Sieges müssten noch kommen. Also die dürften noch nicht drinnen sein. Ich habe die letzten Patch Notes jetzt ehrlicherweise nicht gelesen. Dann hast du hier nämlich so große Belagerungskämpfe. Mit den Golems und den ganzen Bums, den man im Trailer noch gesehen hat. Genau, falls es schon draußen ist. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, es ist da oder es ist nicht, aber ich habe echt keine Ahnung. Spiel es hauptsächlich jetzt einfach so lange, wie es Spaß macht. Ich Bock habe, vor allem weil ich einfach nicht abwarten konnte, dass der Release bei uns rauskommt. Und richtig hart suchten und sonstiges dann, wenn es hier erschienen ist. Selbst für Feinschliffe spielst du an die Spieler, die Entwickler kreativ. Ja, also man muss schon sagen, es gibt jetzt nicht viel bahnbrechend Neues, aber sie haben sehr, sehr viele Sachen richtig gemacht, die Spaß machen. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht sagen kann, ist, inwieweit wirst du quasi sehr, sehr lange was vom Spiel haben. Aber ich denke mir, hey, wenn ich aus einem MMO 200 solide Stunden rausziehen kann, wo ich wirklich was von habe und Spaß habe, bin ich schon zufrieden, bis halt die nächste Erweiterung kommt oder so. Also wenn du mit dem Mindset reingehst, dass du ein cooles Spiel kriegst, ein bisschen Spaß hast, kannst PvE, PvP Sachen machen. Was richtig geil ist, also für mich, der eher PvE-Fokus hat, das hier ist neu dazugekommen, Gate of Infinity. Und da kannst du jede Woche quasi Bosskämpfe bestreiten, also immer solo. Und hier siehst du quasi die Spieler mit den besten Zeiten. Und jede Woche kriegst du halt so eine Rangbelohnung. Ja? Also welchen Rang hast du erreicht, wie schnell warst du. Und du siehst gerade Meta. die Armbrust und die Dolche. Dominieren halt gerade komplett. Auch hier im PvE. Ja, also du hast quasi. Du hast Dungeons. Also das hier sind Solo-Dinger. Da kämpfst du auch nur gegen Bosse. Und dann hast du hier quasi 6-Mann-Dungeons.
Und vor allem, du siehst halt, also, ne, ich habe 3 Grad freigeschaltet und dann für die 50er hast du halt echt viel Auswahl. Das wäre so dein Raid-Äquivalent. Und dann gibt es auch noch die offenen Dungeons, aber weiß nicht, das, was ich von den meisten gehört habe, irgendwie sind die nicht so wahnsinnig lohnenswert. Also die offenen Sachen sind halt mehr oder weniger so endlos Dungeons. Die kannst du halt einfach, wenn du Bock hast, stundenlang prügeln. So, wir müssen hoch. Genau. Danke fürs Zeugen. Dann gehe ich auf Dolche zuerst. Ja. Ach, gerne. Sehen auch ganz cool aus. Also ich muss sagen, geile Animation. Dass du unsichtbar werden kannst, wenn du die Dolche nimmst, ist auch ganz geil. Crit-Schaden, also du kriegst einiges an Bonis, was Crit-Schaden angeht. Genau, und wenn du dann halt so eine High-DPS-Waffe hast, wie halt eine Armbrust, ist das schon echt eine krasse Kombi. Noptic, servus! Lohnt sich's jetzt schon zu spielen? Und wie läuft die Bezahlung ab? Also vom Lohnen her, ich sag mal, wenn du Bock aufs Spiel hast, klar. Und wenn du sagst, du willst jetzt nicht länger warten, würde mal endlich von Amazon oder hier von den Entwicklern irgendwann mal ein Update kommen, wann das Spiel jetzt endlich mal auch im Westen erscheint. Würde ich fast sagen, okay, wenn du dir den ganzen Hack-Mack nicht antun möchtest, dann wartest halt einfach. Aber so wie es aussieht, können wir schon noch 4-5 Monate drauf warten, bis es dann endlich mal bei uns ist. Zuerst ist es ja irgendwie erstes Quartal, dann zweites. Jetzt tendieren die ganzen Leute eher Richtung Juni, Juli. Ja. Genau. Aber wenn du keinen Bock hast zu warten und einfach mal ein bisschen schon mal reinschnuppern möchtest, das Einzige, was zum Beispiel meine ganzen Freunde, also Real-Life-Freunde, abhält, das Spiel zu spielen, ist, sie wissen, alles, was du hier machst, ist irrelevant, weil es ist weg. Also sobald der EU-Release kommt, musst du halt wieder von vorne anfangen. Und da haben halt sehr, sehr viele keinen Bock drauf. Weil du wirst halt nichts, was du hier erreichst, wirst halt übernehmen können. Dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel auch nicht so aktiv bin, bin ich auch aus meiner alten Gilde geflogen, was ich komplett nachvollziehen kann. Weil ich, wenn ich arbeite, zocke ich halt einfach mal 5 Tage nicht. Und ich denke mir, hier hart reinzuschwitzen, wofür? So, eher irgendwann irrelevant, weil du weg bist. Aber an sich, ja, ist ganz, ganz gut. Was du halt brauchst, ist eine VPN. Du brauchst eine VPN. Ich benutze ExitLag. Kostet 9 Euro im Monat. Kannst du monatlich kündigen. Das heißt, wenn du einfach das Spiel einen Monat zockst, okay, hast 9 Euro gezahlt und kündigst halt die VPN. Einen Account brauchst du, der kostet so zwischen, ja, 5 und 8 Euro. Den kaufst du halt einmal. Hoffentlich. Und das war's dann. So, alles in allem, wenn du einen Monat zocken willst, quasi, ja, rechne mal mit so 14, 15 Euro. Und wenn du dann noch weiter spielst, bis der Release bei uns kommt, ist halt 9 Euro im Monat. Wenn du Ausrufezeichen wie machst, ist in dem Video quasi erklärt, wie du das Ganze mit der VPN und so weiter machst. Und in der Beschreibung habe ich dir noch reingeschrieben, ja, dir, ne? Jeden, der das Video guckt, steht in der Beschreibung, worauf ihr bei dem Accountkauf achten sollt. Mittlerweile bietet das aber eigentlich fast jeder Account an, was ich da reingeschrieben habe. Also man kann kaum einen kaufen, der einem das nicht zur Verfügung stellt. Nicht blöd. Contaminate and gather Remosa using Tentacle Desert Flower. Wo müssen wir hin? Ah, hier oben. Okay. Okay.
Bei den Anbietern PayPal oder geht auch was anderes? Also du kannst, wenn du auf G2G bist, musst du, es geht Kreditkarte und du kannst auch PayPal benutzen. Die nennen es aus was für einem Grund auch immer E-Wallet oder Digital Wallet oder sowas nennen die das. Aber wenn du draufklickst, öffnet sich so ein Reiter und dann hast du halt die ganzen Online-Zahlungsdienste und PayPal ist halt auch mit dabei. Und VPN, zum Beispiel ExitLag, ich bezahle es über Kreditkarte, wenn es mich nicht täuscht. Aber ich glaube, bei denen könntest du wahrscheinlich auch PayPal benutzen. Müsstest du aber auf der Webseite mal gucken. Paysafe kannst du beim Accountkauf ja, bei VPN geht das halt nicht. Aber Accountkauf kannst du auch mit einer Paysafe machen, klar. Ich muss nur ehrlicherweise sagen, wo kauft man sich eine Paysafe? Also ich weiß, dass es die früher zum Beispiel an der Tanke gab oder sowas oder im Saturn, aber bieten die das überhaupt noch an? Shit, muss ich das tagsüber machen? Weil die Dinger hier am Pennen sind. Ich glaube fast, ja. Tankstelle, ja, okay. Also, gibt's immer noch. Ich glaube, das letzte Mal eine Paysafe habe ich gekauft, wo ich noch zur Schule gegangen bin und noch kein eigenes Konto hatte. Für irgendwelche Ingame-Käufe oder so, diese monatlichen Subscriptions. Haben wir zum Starter noch Crossplay verfügbar? Da haben sie tatsächlich noch nichts gesagt. Die Hoffnung ist da. Vor allem, wenn man dann bedenkt, wenn es bei uns losgeht, ist das Spiel ja in Korea schon seit einem halben Jahr dann wahrscheinlich draußen oder ein bisschen mehr. Wäre ganz cool, weil du halt gleich eine größere Spielerbase hättest, aber garantiert ist es halt tatsächlich nicht. Also es kann auch sein, dass es vielleicht ein paar Monate, ein Jahr später oder so erst für Konsole rauskommt. Ich hoffe wirklich gleichzeitig. Je mehr Leute, desto besser. Kiosk bieten auch teilweise an. Paysafe gibt es auch bei Rewe. Stimmt. Die haben ja auch super viele Amazon und dergleichen. Diese ganzen Karten. Danke, musst du mal schauen. Ja, klar. Gerne. Schau mal kurz darauf, weil die Lanzen, die wir brauchen, um tatsächlich die Dinger zu bestäuben, sind halt noch nicht wach. Jo. Und das ist halt was passieren kann. Hallo. Wenn wir jetzt der Ping ein bisschen reinscheißt, ja, so, kommst du bei diesen ganzen Luftsachen manchmal nicht ganz voran. So, jetzt ist noch nicht ganz, aber es wird langsam Tag. Die Bäume müssten jetzt, die sind eigentlich nur in der Nacht aggro. Und wir haben eigentlich jetzt schon Tag. Wir müssten... Ah, jetzt. Nice. So. Die Bäume sind nicht mehr aggro. Die Pflanzen sind wach. Und... ich hätte es auch schon nachts machen können, weil die Pflanzen müssen hier auf die Dinger drauf spucken. Aber jetzt sparen wir uns wenigstens die Agro-Bäume. Also das ist auch nicht schlecht. So. Erstmal die Pflanzen triggern. Hier drauf kotzen lassen. Und die Frage ist, wie
Kann ich sie jetzt mit den Dingern kontaminieren? Das check ich. Richtig. Der eine müssen wir auf jeden Fall mal killen. Und die machen schon echt gut Schaden. What the fuck? Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Wir müssen nur drauf kotzen, dann können wir die Pflanze killen. Wir müssen das Ding einfach nur looten. Hier macht Sinn. Und ja. Klappt. Ich habe mein Gear noch nicht auf blau geupgradet, deswegen kassiere ich jetzt aktuell noch. Und das Shapeshifting kann man schon von Anfang an alle rumfliegen oder erst deutlich später? Nee, das kannst du relativ früh. Das hier ist dein Sprint, also hier kommst du quasi nicht drum herum. Das kannst du von Anfang an. Den Adler kriegst du, ich glaube, nach dem Tutorial. Lass mich lügen, oder vielleicht in den ersten Quests, also wirklich in den ersten paar Level. Das ist halt echt sehr entspannt. Und die Schwimmtransformation hast du auch direkt von Anfang an. Also sobald du im Wasser drinnen bist, verwandelst du dich automatisch in einen Otter. Und später hast du halt dann noch ein paar andere Tiere, die du freischaltest. Was halt auch echt extrem geil ist. Du hast halt hier ja, super viel Auswahl. Und je länger das Spiel läuft, desto mehr wird's. Mein Ziel irgendwann der hier. Aber mal gucken, wie viel man dafür grinden muss. Schlimmstenfalls, wenn es dann bei uns hier rausgekommen ist, kümmere ich mich drum. Na komm. Was auch eigentlich entspannt ist, während ihr so ganz normalen Aktivitäten macht, außer ihr pullt zu viele Agromobs, lauft, ja, oder ihr achtet nicht auf eure Umgebung, wie ich jetzt gerade, lauft ihr eigentlich gar nicht mal, ich schaff den aber alleine, glaube ich, nicht. 39.000 Leben. Vielleicht. Wenn er sich pullen lässt. Und ich ihn hier hochziehen kann, dann könnten wir es vielleicht schaffen. So, und dann gucken wir mal. No Palworld anymore. Doch, Palworld spiele ich tatsächlich schon noch. Gut, jetzt unter der Woche nicht so viel Zeit gehabt, aber letztes Wochenende Offstream, holy moly. Da haben wir tatsächlich ein bisschen übertrieben, ey. Shit, ich hab den ein bisschen verkackt. Ich glaube, ich werde ihn etwas switchen mal. Ich werde den kiten. Wenn ich ihn kite, müsste es eigentlich gehen.
Immer wieder ein bisschen hochhealen. Die ist gleich raus. Jetzt mischt sich irgendwer ein. Gar nicht mal so schlimmes. Genau, muss nur schauen. Jetzt vor allem morgen. Morgen werde ich ein bisschen früher ankommen und wir werden ein bisschen länger machen. Ich werde nur gucken müssen, weil auch wenn viele sagen, dass die aktuelle Season 3 von Diablo komplett für den Arsch ist, will ich es gerne testen. Und einfach mal ein paar Stunden reinschnuppern. Und schauen, wie das so ist. Dann haben wir noch Palworld. Ja. Und ich glaube, ich habe keinen Loot bekommen. Aber es Level Up. Ist ja okay. Schwert wieder geswitcht. Was soll ich sagen? Genau. Morgen gibt es dann ein bisschen Diablo. Ich will in die neue Season reinschnuppern, weil die zweite Season, Season of Blood, fand ich extrem geil. Hab auch gut reingesuchtet, aber komplett alles offstream und ohne YouTube. Erste Season war meh. Und die dritte soll jetzt anscheinend auch relativ beschissen sein. Aber, das eine ist, was halt viele Leute sagen, ne? Und das andere ist, selber mal zu zocken. Dann haben wir Palworld auf dem Server, wo ich drauf bin. Die Jungs, mit denen ich gezockt habe, ich muss sagen, die haben richtig hart reingesuchtet. Die sind so vorangesprintet. Ja, deswegen, die haben halt super viel entdeckt und ich weiß halt nicht, wenn ich zocke, vor allem wenn ich es onstream machen sollte, ob ich nicht meinen eigenen Spielstand weitermache, weil es ist halt wirklich, die Base ist, ich bin noch im Steinzeitalter und die sind halt schon, ja, in der Echtzeit angekommen. Das ist ein bisschen, einerseits geil, weil es ist halt schon alles da, was man braucht, andererseits, also so fürs Zeigen und so ist halt nicht so cool. Ich denke, somit haben die so ziemlich alles dabei, was mir den MMOs heutzutage wünschen. Ja, hey, du hast eigentlich lässt nichts offen von den klassischen Aspekten. Klar, kommt auch ein bisschen drauf an, taugt dir das der Spielstil mit dem Tap-Target. Je nachdem, aus welchem MMO du kommst, ist es halt eine Umstellung oder nicht. Aber ansonsten ist es echt ganz, ganz cool. Und ich glaube, wenn man tatsächlich auch die Story verfolgt und so, ist es auch nicht schlecht. Hier und da gibt es ein paar Plot-Twists und so. Ich habe die meiste Zeit aufgepasst, aber vieles ist mir auch durch die Lappen gegangen. Meinst du Diablo 4 oder 3? Nee, Diablo 4. Weil bei Diablo 3 ist, glaube ich, die 30. Season gerade draußen. Oder so. Und das habe ich schon seit über 10 Jahren nicht mehr gespielt. Ich glaube, es müssten jetzt mittlerweile 10 Jahre sein. 2014, 2015 oder so, glaube ich, das letzte Mal gezockt. Genau. Aber mit ein bisschen Wechsel. Dadurch, dass ich zum Beispiel auf Throne and Liberty nur halt am Wochenende spiele, wird halt weiterhin das der Hauptcontent sein. Bis ich, sage ich mal, Level 50 erreicht habe und im Endgame wirklich halt die. Ich möchte jeden Dungeon mal gesehen haben. Ich möchte den Solo-Content mit den Bossen komplett einmal durch haben. Da werden wir auch ein bisschen besseres Equipment brauchen. Ja, und wenn ich dann, ich sag mal so, den Hauptteil von dem ganzen PvE-Content fertig gespielt habe und so weiter, sind wir eigentlich schon fast so weit, dass man sagen kann, okay, jetzt
kann man auf den EU-Release warten und dann werden andere Spiele dann mehr in den Fokus gesetzt. Genau, aber bis das der Fall ist, haben wir auf jeden Fall noch ein paar Wochen vor uns. Weil wir spielen das Ganze mehr entspannt und als Marathon und nicht als Sprint. Das Einzige, also hier, das ist immer noch so ein geiler Raum. So eine geile Szene und hier hat man jetzt gleich den Fight. Das Einzige, was ich sagen muss, was mich fast gar nicht interessiert, ist PvP. So 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, ja. Hätte ich irgendwie ein bisschen Bock drauf. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe vergessen, wie ich ihn... Es hatte nämlich irgendeine Mechanik gab's. Vor allem jetzt, er heilt sich, dann verliert er. Und irgendwas hatte ich letztes Mal gemacht. Weiß nicht, ob es die Ratten waren. Aber irgendwas habe ich gemacht gehabt, damit er die... Jetzt, er ist wieder sinnloserweise ist er auf einmal wieder Half-Life. Jetzt regeneriert er sich wieder. Ich kann mich ums Verrecken nicht erinnern, was ich letztes Mal gemacht habe. Damit ich die Herzen wegmache. Weil nach einer bestimmten Zeit sind die, dass ich Ratten geklatscht habe. Hier zum Beispiel, jetzt hat er also sich ein Herz rausgezogen. Oder man muss einfach nur so viel Damage machen, dass er alle Herzen aufbraucht und dann kann man... Ich habe keine Ahnung. So, ich lese mal kurz das. Ganz gut. So, was sagst du? Ich nehme immer groß angelegtes PvP für den Grind und bis zum Endgame. Also darauf arbeite ich immer hin. Ja, ich sag mal, wenn es gescheit inszeniert ist, finde ich es auch geil. Aber was ich bislang an PvP gesehen habe. Ja, okay, jetzt darf er so genug Damage machen, dass er die Herzen aufbaut. Es ist immer so gewesen, es sah super, super eng aus. Du bist halt meistens irgendwo so draußen, dann hast du 40 andere Charaktere um dich herum. Erkennst halt einen Scheiß, der um dich rum passiert. Und das war quasi immer so, was ich... Ja. Ich mir dachte, okay, es sieht halt einfach nicht geil aus. Und jetzt hat er auf einmal alle beide wirklich an den Ratten liegen, ne? Weiß es nicht. Warum sollten sie sonst hier sein?
Fakt. Ja, wenn es am Ende ganz, ganz kritisch werden sollte, dann können wir... verfluche ich ihn gerade umsonst eigentlich? Bit win, baby! Beyblade! Ich muss nur sagen, das macht schon echt ein bisschen wenig Schaden. Move to the center of the... Okay. So, wir haben ein paar Figürchen, die wir aufsammeln müssen. Ich habe selbstverständlich vergessen, welcher von denen rein muss. Ich glaube aber, dass es der Vogel ist. Bin ich täuscht. Was haben wir? Goat, Eagle, Angel. Ich glaube, das war der Eagle. Nee, never fucking mind. Alles klar, dann war es der Engel. Auf jeden Fall irgendwas mit Flügel. Ernsthaft? Okay. Alles klar. Natürlich, der Teufel. Was denn sonst? Paul ist bei mir eher negativ angekommen. Ich werde es nicht spielen. Hab genug gesehen davon. Wie kommt's? Also einfach nicht deins? Oder? Ich sag mal, an sich muss man es schon lassen. Also es ist halt. Sag mal, es ist halt was, was viele Leute drauf Bock gehabt hätten. Und da muss man halt sagen, ich habe jetzt vergessen, wie dieses Entwicklerstudio von Nintendo heißt. Was macht ja nicht Nintendo direkt, sondern Game. Wie heißen die? Game Freak? Oder irgendwie sowas. Kann sein, dass ich den Namen jetzt komplett gebutschert habe. Hätten die machen können. Vor allem, es gab ja schon Pokémon mit Knarren. Und zwar hieß es Digimon. Aber die haben halt auch einfach einen Scheiß gemacht. Einfach verschwendetes Potenzial. Aber so vom das Base Building fand ich, also ich finde es, es ist halt dankbar, dass du alles, was du in deinen Kisten hast, in deiner Basis, kannst überall, in jeder Station und so weiter, und alles, was du aufbaust, kannst du craften, ohne den Scheiß tatsächlich in deinem eigenen Inventar zu haben, sondern es ist in der Kiste von der Basis. Das finde ich ist halt einfach so ein Quality of Life Ding. Was das ganze Bauen und so entspannter macht. Wobei ich sagen muss, die Modelle von den Pals, manche sind einfach viel zu groß. Und die buggen dann ein bisschen rum, aufgrund von der Größe. Hätten wir Pokémon gewünscht, auch die Fortnite-Animation finde ich eher nicht so toll. Also mit Pokémon ist das System gemeint. Okay, noch mehr. Okay. Ja, gut. Ich glaube, der Hauptfokus vom Spiel ist halt trotzdem auf diesem Survival-Genre, ne? Und als extra Feature hast halt einfach die ganze Pokémon-Geschichte. Ach, da oben. Genau. Und was ganz cool ist, sind diese. Ich finde die. Die Tür war ganz geil, wo man gegen die Bosse kämpft. Und es sind halt einfach wie die Arena, diese Trainer, die in den Arenen waren und so weiter. Ja, und ich glaube einfach für eine gewisse Zeit, wenn man auf Survival-Genre steht und Pokémon gar nicht so scheiße findet, ist ganz cool. So.
Und was wir hier jetzt schon wissen. Blond, heiß und selbstverständlich ist sie ein Teufel. Sie lügt uns nämlich jetzt die ganze Zeit an. Denn sie ist in Wahrheit der Dämon, der uns verarschen möchte. Ja, allein hier, das Schmunzeln. Immer die Hübschen und Heißen sind die Verrücktesten. Was passiert mit eurer Freundin oder Frau, wenn ihr sagt, Schatz, ich spiele nur noch eine Runde mit den Jungs, geh schon mal allein ins Bett. So schaut's dann aus. Ich muss mal... So, die Fake-Dinger kassieren eh relativ gut. Wieder, okay. Hier ist schon mal gut, sie ist nicht resistent gegen Schlafen, das ist nice. Bisschen zu früh. Na, okay. Damit schon ist nicht so wild. Fuck, durch ist der dahinter gestorben. Ja, das war's. Lippen so groß gut abgeschnitten. Ja, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich weiß gar nicht warum. Habe ich den Sound, ich glaube, wo ich Offstream gespielt habe, habe ich mir selber einen Stream angeschaut nebenbei. So, bin mal gespannt. Also in der Szene, wo sie wirklich mit quatschen oder auch wo der eine Zwerg ein bisschen rumgetänzelt hat und gesungen hat und so. War ganz nice. Cooler Bosskampf ähnelt Final Fantasy. Ich hoffe, wir haben jetzt eh noch ein paar Bosse in dem Ding, das kann ich mal kurz zeigen. Ich glaube, ich bin von meiner Ausrüstung her noch nicht so weit, um den zu bekämpfen. Aber wir können einen Versuch mal reinstarten. Bisschen von der Lore. Der erste, den wir geklatscht haben, war eigentlich gar nicht mal so böse. Sie war die Böse. Und sie wollte ihn eigentlich loswerden. Und er sie. So.
Ich verstehe nur nicht, wo man, wenn man das so ein bisschen mitverfolgt und sich die Dinger durchliest, wäre er eigentlich der ältere Dämon von beiden gewesen. Das heißt, er hätte eigentlich stärker sein müssen. Aber ich weiß nicht, warum der die nicht selber vertrieben hat. So. Dann nehmen wir erstmal unsere ganzen Sachen entgegen. Chillig. Ging endlich unser nächstes blaues Z-Ding. Health, Melee Death, maximales Leben, Melee Evasion, Mana Regeneration, Max Leben, Max Mana. Leder 100, 100, 90, 100, 120 Range. Melee Defense. Wir sind. Eigentlich hätte ich. Beim Mana und Leben ist gar nicht mal so ein großes Problem. Ich glaube, wir gehen auf die Resis. Und dann kriege ich endlich meine Stoffhose weg. So, das ist das Erste, was wir machen. Wir craften uns die Hose. Dann übertragen wir die XP von unserem alten Equipment auf das neue. Und dann können wir mal den Turm probieren. Plus, ich habe. Habe ich einen neuen Skill freigestellt? Oh ja. Chance von 25%. Meine Defense um 23% zu erhöhen. Nachdem ich getroffen wurde und das stackt dreimal. Das ist eigentlich echt gut. Schon verdammt gut. Das ist eh scheiße. Tausch mal das hier aus. Das ist wirklich ja Schmutz. Okay, geil. Und. On taking skill damage has a 10% chance to apply Amateur Heal, Incoming Heal, Recovery, Crystal Heal and Skill Heal um 10% erhöht. Das bringt uns noch nichts, weil mein Heal ist super schwach und 10% auf was super Schwachem ist halt auch einfach nichts. Das macht keinen Sinn. Und wir sind sogar fast 43, also das ging jetzt echt Gott. Der Sprung von 39 auf 40, das ist was ein bisschen dauert, weil man einfach nur quasi Nebenquest-Zeug machen muss. Aber danach geht's echt super flott. So. Wir brauchen 5 Stärke-Kristalle und 5 Mana. Eine. Habe ich. Kisten. So, einmal Stärke und einmal Mana. Genau, für diejenigen, die neu anfangen, was ich empfehlen würde, wenn ihr diese Kisten bekommt, macht die nicht auf. Lasst einfach den ganzen Scheiß in den Kisten. Erstens, sie stacken. Das heißt, die Kiste nimmt nur ein Inventarslot weg. Hat kein Gewicht und stackt und stackt und stackt. Und wenn ihr zum Beispiel wie jetzt quasi darauf angewiesen seid, dass ihr Materialien braucht, um irgendwas zu craften, könnt ihr es gleich aufrufen. Und was ich schon wieder vergessen habe, wenn man in dieser Übersicht drinnen ist, kann man einfach I drücken und kann hier seine Materialien aufmachen. Man muss nicht rausgehen. Auch wieder eine kleine Quality of Life Sache. So. Zack. Endlich sehen die Beine vernünftig aus. Wir gehen weiter in Weisheit. Und zwar noch 3 Level. Oder mehr sogar. Und dann transferieren wir mal die XP von unserer alten Hose auf die neue. Dann haben wir hier auch schon mal. Wunderbar. 200 Melee Defense, das ist doch wild.
Einfach das Doppelte an Verteidigungswerten. Dann kann ich tatsächlich hier das nochmal auf 4 upgraden. Das machen wir auch noch auf 4. Alter, haben wir Pech. Kommt, machen wir ein bisschen mehr Glück. Okay, immerhin. Nur 3. Gut. Hose ist erledigt. Was sagt der Kodex? Okay. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Das müssen wir noch machen. Und um die nächste Hauptquest-Reihe weiterzukriegen, müssen wir Level 45 sein. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier auch nochmal 2 blaue Ausrüstungsgegenstände kriegen als Rezept. Weil mir fehlen noch. Also Oberkörper könnten wir kriegen in der nächsten. Das fehlt mir auf jeden Fall noch. Und ja, ich weiß nicht, ob wir Rücken kriegen auf blau, aber ist auch wurscht. Wichtig ist der Oberkörper. Wird gemacht mit den Kisten sehr, sehr gut. So, und schauen wir mal hier. Also, theoretisch kann ich bis, holy fuck, ich könnte bis Stufe 7. Dann, ja, Stufe 17 könnte ich gehen. Keine Chance. Also ich glaube, wir schaffen nicht mal den 37er. Aber wir probieren es. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich checke die Mechanik nicht von dem Skorpion. Bin einfach ein bisschen dumm, was das angeht. Wir wechseln auf Fernkampf. Triggern den hier. Da müssen wir den kurz reinbaiten. Ja. Das muss man tatsächlich sagen. Ist was extrem Geiles. Raus. Ich werde mal kurz was demonstrieren gleich. Da muss doch hier irgendwo ein Sandding gleich hinmachen. Da. Da kommt's rein. Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Weil eigentlich, wenn ich sie in die diese Sandkacke reinziehe, dürften die ich kann eigentlich gleich hier sterben, weil es macht keinen Sinn. Komisch. Ja genau, aber das ist so ungefähr die, es gibt halt so bestimmte Mechaniken. So. Und jetzt gibt's hier, genau, den Scheiß. Ja genau, dann gehen die da rein. Er ist CC'd. Okay, keine Ahnung, warum es vorhin nicht geklappt hat. Ich
Gott sei Dank hatte ich das Schild. Problem ist nur, irgendwann... Okay, er ist immun gegen Einschlafen. Schon mal gut zu wissen. Irgendwo müsste jetzt... Hier. Schön. So, kurz konzentrieren. Nach einer gewissen Zeit, wenn man den halt nicht in einem bestimmten Zeitlimit gekillt hat, wird er halt. Oh, wird er halt in Rage. No! Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte, ich bin tot. Heilen. Oh, wo ist... Jawohl. Komm, geht's rein. Oh nein. Ja, jetzt... Das ist komisch. Obwohl ich sie in den Sand reingezogen habe, haben sie ihn nicht CC'd, sondern er ist da rausgekommen und dann, das ist eine One-Shot-Mechanik. Also egal wie viel Leben man hat, er killt einen sofort. Das reicht noch nicht ganz. Ja. Aber wir probieren tatsächlich nochmal, weil das lief besser als gedacht. Das gegen Bosse. Ich nehme mal noch einen Mana-Trank. Das schau nicht gut. So. So wie jetzt. Er müsste quasi. Ah, man kann ihn einschlafen. Okay. Zu wissen. Vorhin einfach nur nicht gehittet. Wenn man es gescheit timet und nicht so verkackt wie ich jetzt die ganze Zeit, kann man noch einen perfekten Stun landen. Er ist eingeschlafen. So. Jetzt ist die Frage. Irgendwo. Hier ist der Sand. Okay, die werden da reingezogen. Die werden nicht reingezogen. Warum? Genau, das ist nämlich das, was ich meine. Und wenn das passiert, hat man eigentlich verkackt. So, und aus irgendeinem Grund sind die nicht ins Loch rein. Ich brauche die eigentlich gar nicht bekämpfen, sondern einfach nur abwarten, bis das nächste... So, jetzt hat er die wieder gespawnt. Jetzt ist nur die Frage, muss ich die verteilt in die Löcher reinziehen? Oder kann ich sie alle in eins? Ah, shit! Okay. Das heißt... Okay. Wenn ich die... Wie macht man das dann? Wenn man die ins falsche Loch reinzieht... Kommt er aus einem anderen raus, wird nichts zählt und dann ist man eigentlich ist vorbei. Ich wusste aber auch nicht, wie ich die trennen kann.
Problem ist, kann mir zwar selber ein Schild geben mit meinen Verfluchungen, aber ich müsste dann 3 Stacks aufbauen. Es schaffen diese zu zünden. Okay, ich meine, ich kann es auch probieren. Stack 1. Stack 2. Ich ziehe sie rein. Ah, nee. Bin ich. Fuck. Ja, gut. Das ist scheiße. Der Schild hält nicht lang genug, dass ich quasi... Also zum Beispiel, der da geht da rein. Das war schon mal das Falsche, der kann hier rein. Ja, und ich bin. Das ist kacke, ich kann sie nicht splitten. Oder man kann sie schon splitten, ich bin einfach nur zu dumm dafür. So, aber. Scheiß da drauf. Participate in Mana Frenzy. Das ist ein Event. Ja gut, das Event ist erst in 3 Stunden, das schaffen wir heute nicht mehr. Ah, warte mal, oder läuft das jetzt gerade? Ah, nein. Ja, Mana Frenzy. Das Event läuft gerade, es ist ein PvP-Event, ich habe keine Chance. Die ganzen 50er werden einfach über mich drüber rennen. Okay, die Quest müssen wir irgendwann anders machen. Ich zock jetzt auch wieder weiter. Vielen Dank für die Antworten. Jojo, kein Stress, kein Stress. Viel Spaß. Genieß es. So. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich könnte noch weiter den Skorpion ballern. An sich ist da gar nicht mal so schwer. Das einzige. Man muss halt eins der. Ich muss mich halt auf mein Glück verlassen, dass ich das entweder das richtige Loch treffe. Vielleicht, dass die auch so rangezogen werden, habe ich auch keine Zeit. Mit Blocken habe ich es ja nicht probiert. Ja. Aber dadurch, dass sie rangezogen werden, habe ich echt keine Zeit, die. Das Schild zu zünden. Beziehungsweise, wenn ich das Schild rechtzeitig zünde, dann ist es halt weg. Wenn das Vieh wieder draußen ist. Was haben wir denn hier? Dark Destroyer, Silas Abyss. Ah, das ist die offene Dungeon. 12.000 Gold könnte ich es ändern. Ja. Ach shit, geht das aus dem Gildentopf und nicht aus meinem eigenen? Ich glaube, es ist aus meinem eigenen rausgegangen. Jo, genau. Alles klar. 50er Gebiet, da machen wir gar nichts. Ruins of... Jo, ist auch ein 50er, da machen wir auch nichts. Und Dark, jo, da machen wir auch nichts. Okay. Wie
Cheat. What the fuck sind? Okay, müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir machen kurz weiter mit dem. Ich muss nur mega dringend aufs Klo. Wir machen gleich weiter mit dem Skorpion. Secret Dungeon. Wenn wir es einfach nur schaffen, an dem vorbeizukommen, können wir mit dem Rest machen. Warum haben die. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie hier nicht eine Vorschau haben von den Bossen. Schon ganz cool. Hier haben wir ein neues Pet. Und der sieht cool aus. Ein Vampirlord. Die Mats, muss man sagen, sind nicht so wahnsinnig stark. Bloß wenn wir den schaffen, würden wir Level Up kriegen. Gleich wieder da. Dann schauen wir doch mal. Ja. Also wenn wir das nicht gebacken kriegen, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube aber fast, wir switchen auf Fernkampf. Auf Fernkampf sage ich schon, auf Nahkampf. Einen kann ich hier zu 10, den Rest kann ich. Okay, jetzt bringt mir nichts. Jo! Okay, es ist fast, muss man sagen, fast ein Reset. Eigentlich fast ein Reset, wenn er einen. Ah, ich glaube, ich habe es rausgefunden. Es sind die Splitter. So, warum geht der jetzt nicht hier rein? Habt ihr das gesehen? Ich check's nicht. Ah, leck doch Eier. Drück die falsche Taste. Ah, ich hab schon die falsche Taste gedrückt.
Okay, ich weiß, wo er reingeht. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum die... warum die Viecher nicht reingegangen sind. Man muss die Kristalle verfolgen. Hier. Bis da ist er schon mal nicht. Da ist er nicht. Er geht wieder hier hin. Ja, scheiße. Jo. Okay. Aber gut. Jetzt weiß ich immerhin, wie die Mechanik funktioniert. Da haben wir das zumindest herausgefunden. Okay, er verliert die Stacks, also da rüber und jetzt hoffentlich. Shit. Nein! Tut mir das noch nicht an! 1, 2, 3. Keine Chance. Okay, das heißt, ich muss die Scheißviecher hier in der Mitte halten. Fuck. Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Ich hab mich in meinen eigenen Scheiß nicht gern. 1, 2, 3 und... Naja, man kann es nicht sehen. Okay, okay, okay. Hier, so. Ihr Scheißviecher. Okay, 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 okay. So, dann halten wir sie in der Mitte. Hier. Weil ich kassiere vielleicht ein bisschen Schaden. Okay, okay, okay. Ich dachte schon.
Ja! Fuck! Okay. Gut. Wenn man weiß, worauf man achten muss. Geht's. Okay, chillig. Guter Bossfight. Ey, dass ich das am Anfang die ganze Zeit nicht gesehen habe, ne? Mit den Kristallen. Holy fuck. Ah, geil. Freut mich das. What the? Okay. Use the shield created by transferring the array to the blue device. Jetzt? What the? Okay, es kann sein, dass er das jetzt resistent ist. Perfekter Block und er wird nicht CC. Ah ja. Der ist immun gegens Einschlafen. Okay, man kann nicht. Ein Schild? Ja. Okay, und er kann nicht vergiftet werden. Wie machen das Mages dann gegen ihn? Oh shit! Okay, easy. Okay. Aber krass, dass der... Ist er wirklich immun gegen magische Schaden? Warte mal, jetzt? Nee. Sekunden mit der Enrage. Dann habe ich wahrscheinlich verkackt. Hier verstehe. Okay. Soll ich aber noch 30 Sekunden bis zu meiner Vampirform? What the? Okay, scheiße, ich darf ihn nicht enragen lassen. Jesus. Okay. Machen wir nochmal einen Burger.
glaube, ich habe nicht gegen... wir haben Pech. Komm. Sehr schön. Okay. Ey, mehr Damage ist mehr Damage, auch wenn es nur einer ist. Aber gut, ich verstehe zumindest die Mechanics. Aber mir stellt sich halt jetzt wirklich die Frage. Er kann nicht gecursed werden. Das ganze Zeug hier... Okay, ich kann direkt wieder resetten. Wir machen kurz einen Reset, das soll einfach... Soll ich kurz killen? Wir hatten doch gerade das Schild! Boah, er hat 51.000 Leben. 51.000 Leben. So, jetzt ist die Frage, was habe ich falsch gemacht? Schild? Muss ich rein? Ah, okay. Darf wahrscheinlich aber nicht am Rand stehen. Vielleicht auch dümmer an, als ich eigentlich muss, aber... Okay, da muss ich drauf achten, dass die Blitze mich nicht treffen. Und hier. Ich habe ein Schild bekommen. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich Sinn macht. Normalen Attacken machen fast genauso viel Damage wie diese Wirbeln. Wenn ich stacken könnte. Kommen. Heilen. Ja, wir müssen es eigentlich schaffen, weil er dürfte eigentlich stört schon die ganze Zeit. Easy. First try.
fehlt. Hey. Okay. Ich muss sagen, der war entspannter von der Mechanik. Okay. Das sieht einfach aus wie ein krebsbefallener Hodensack. Von der Mechanik war der deutlich, deutlich angenehmer. Als der Skorpion. Hier und hier können wir wahrscheinlich unsere anderen Sachen nochmal hernehmen. Hier, 4 Punkte noch. Ja. Gut, was man damit? Weil, sag mal bloß, erst. Okay, das war perfekt. Auch perfekt. Okay, wir können ihn. What the fuck? Also erstens, was ich nicht gemerkt habe, 61.000 Leben, 10 mehr als der davor. Ich glaube, der wird uns jetzt das Genick brechen. Okay, ich kann ihn nicht sleepen. Es hat gemisst. Was ich auf jeden Fall nicht machen kann. Time of Punishment. Ja, aber warum? Wenn ich ihn cursen kann, warte. Okay, doch. Doch. Okay. Hat doch geklappt. Ja, geht doch. Okay, was ich schon mal nicht machen kann, ihn sneaken, während er diesen Bums castet. Was ich aber nicht checke, hier zum Beispiel. Okay, entspannt. Okay, wenn er seine Jumps macht, kann ich einfach rüberspringen. Läuft ein, da habe ich ein bisschen Zeit. Sehr gut. Versteh's nicht. Es zieht mich so krass rein, dass ich nicht. Selbst im Sprint komme ich nicht raus. Ich könnte vielleicht unter ihn drunter. Das wäre vielleicht der kürzeste Weg. Sind irgendwelche Pots, die einen. Boost Attack. Boost Attack. Brauche ich nicht. Defense. Brauche ich auch nicht. Brauche ich da irgendwas, wenn meine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht? Wir nehmen mal 12% mehr Defense mit. Kacke ist, glaube ich, dass er so fett ist. Sehe ich nicht, ob der
der Sleep zum Beispiel hittet oder nicht. Easy. Easy. Okay. Er müsste jetzt... Muss ich anfangen zu laufen, weil jetzt castet der gleich nach dem dritten. Nee. Hä? Ah. Ah, er wechselt's ab. Er macht nicht die Sprünge. Also ich dachte nach den Sprüngen. Macht er direkt sein, also macht er noch ein paar Angriffe und dann macht er diese Augenscheiße. Ja, jetzt schlägt er kurz ein. Er wird aber auch nicht CC durch. Jetzt macht er nochmal drei normale Angriffe. Nee. Ach, dieser Hund. Dieser Wichser. Dieser dumme Wichser. Oh. Nochmal. Okay. Ich kann... Ja, ich kann nicht unter ihn durch. Also ich muss auf jeden Fall quasi drumherum laufen. Ja, okay. Das liegt jetzt am Ping. Also ich war hinter ihm. Dumme Scheiße. Ja, solche Sachen sind jetzt ein bisschen ärgerlich. Genau wie mit dem Jumpen. Wenn man nicht aufhört anzugreifen aufgrund des Pings, macht er quasi, unterbricht er die Attacke nicht für den Sprung oder danach und dann ist man ein bisschen zu zählock. Wobei, ich freue mich, dass wir die anderen zwei geschafft haben, vor allem den Golem so schnell. Cool. Machen wir den hier auf jeden Fall beim nächsten Mal. Das ging schon echt ganz geil. Ja, chillig. Level 43. Das heißt, ich brauche jetzt 3 Level noch. Genau. Ich glaube aber tatsächlich, die Contract-Ballerei, bis ich Level 45 bin, mache ich offstream. Und dann machen wir am Sonntag weiter mit Throne and Liberty, mit 45, pushen dann die Hauptstory weiter.
Dann müssten wir relativ flott Richtung 50 kommen. Können die Hauptstory vielleicht sogar Sonntag komplett fertig machen. Und das würde bedeuten, dass wir nächste Woche dann soweit sind, um... Schneidet sich die Musik. Dass wir nächsten Sonntag dann so... Sonntag sage ich schon, nächstes Wochenende soweit sind, dass wir den End-Content mit den ganzen End-Dungeons und so weiter machen können. Und den Solo-Turm pushen. Plus die neue Wochenherausforderung mit dem Solo-Content. Das wäre nämlich ganz geil. Ja. Deswegen sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!